Horst Held und Jens Keller haben in diesen Tagen besonders viel zu besprechen. Die Transferperiode endet am 31. Januar und noch weiß Schalkes Trainer nicht, wie sein Kader für die Rückrunde aussieht. Geht noch einer? Kommt einer? Dass man sich als Trainer dann immer Qualitätsspieler sich wünscht und sich auch freut, wenn der ein oder andere noch dazu stoßen würde, gar keine Frage. Der FC Schalke buhlt um die Dienste von Michel Bastos von Olympique Lyon. Der Brasilianer will unbedingt zu den Königsblauen. Schalke hat offiziell bisher noch kein Angebot abgegeben. Olympique fordert aber 8 Millionen Euro für den 29-Jährigen. Das haben wir ja gesagt, dass wir uns mit dem Spieler beschäftigen, auch uns mit dem Spieler auseinandersetzen, auch Gespräche mit dem Berater auch geführt haben. Das kann ich bestätigen, aber es gibt weder ein Angebot von Schalke zum jetzigen Zeitpunkt an Lyon, noch in irgendeiner Form eine Einigung. Und wenn einer vermittelt hat, dass er schon beim Medizincheck gewesen ist, dann hat er den vielleicht auch tatsächlich verwechselt. Kann ja schnell mal vorkommen, dass ausländische Spieler verwechselt werden. Bei Luis Holtby wird das auf Schalke nicht passieren. Im Transferpoker um einen vorzeitigen Wechsel nach England besteht jedoch Stillstand. Angebot liegt vor von Tottenham, ist für uns nicht akzeptabel. Wir haben das denen auch schon vermittelt, dass das nicht akzeptabel ist und nicht ausgeschlossen also, dass Holtby doch bis zum Saisonende ein Schalker bleibt. Ob Jens Keller aber noch einen Wunschspieler bekommt, ist weiter unklar. Nur einen kriegt er ganz bestimmt nicht. Also Cristiano Ronaldo können wir uns nicht leisten.